Leute dann rausgegangen sind und sich geschlagen haben. Also zum Kino gehen, also eins müsste man da noch sagen, also was ich eben also ganz toll finde am Kino gehen, ich finde, das ist ja im Gegensatz zum Fernsehen so ein Antidepressivum. Also wenn man geht so aus dem Raum raus und brauche sich auch nicht mit Leuten unterhalten, aber ist unter Leuten. Also bei mir zumindest funktioniert das fast immer. Also ich kenne das sonst nur beim Fußball. Also Fußball oder Kino, das funktioniert immer. Also da ist man immer danach. Also da könnte man sich davor irgendwie stundenlang mit Selbstmordgedanken quälen, aber danach ist man dann wieder fröhlich und guter Dinge irgendwie, ne? Detlef Kuhlwold. Tag, Carsten, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Oh, klingst aber arg deprimiert, wa? Ich weiß nicht, aber deprimierend ist der Zähler, der im Moment 72 Einheiten anzeigt. Wie viel sind denn das hochgerechnet, 72 Einheiten? 15, 16 Mark. Oh, das ist ja eine teure Sendung für dich. Ja. Ist auch blöd, wenn man aus Mainz anruft, wa? Ja. Und ich hab das nicht rechtzeitig mitgekriegt, dass du von so weit weg anrufst. Aber du hast doch noch die 5 Ausrufezeichen, wurde mir gerade gesagt. Ja, und ich kann aber schlecht gucken. Ach so. Ja. Ich sehe gar nicht, ob du schlecht gucken kannst. Sieht man nicht? Ich kann ja auch schlecht gucken. Soll ich mal ganz schlecht gucken? Nee, kann ich nicht machen. In Feinden schalten die alle die Räder aus, wenn ich jetzt ganz schlecht gucke. Ach Mensch, dann müssen wir jetzt aber wenigstens noch richtig ein bisschen... du kannst doch die Sendung auch ja nicht sehen, oder? Nee. Du rufst einfach auch nur so an? Ja, wieso auch? Hat gerade auch einer angerufen noch? Na, aus Arnstadt, aus Thüringen. Rufen lauter Leute an, die erkundigen sich erstmal so, wie die Sendung bisher gelaufen ist. Ja, war jetzt falsch verbunden oder so. Nee, war nicht falsch verbunden. Bist du falsch verbunden? Nee, ich bin ja... Nee. Weißt du, worum es geht? Ich weiß, worum es geht, ja. Aber du hast dich doch schon nett mit Caroline unterhalten können, oder? Ja, Caroline und diesen Zwischensprecher, der mal guckt, ob wir noch da sind und so. Ach, prima. Ja, da siehst du mal, hier wird ein Aufwand getrieben beim ORB, war nur, um die Leute bei Laune zu halten und dass sich die 15 Mark gelohnt haben. Bei dem kommt nämlich das ganze Übel an, wenn sich jener aufregt. Den muss doch mal trösten. Hast du ihn beschimpft? Ja, nicht beschimpft. Ach Mensch, mich beschimpft immer ja keiner. Willst du mich nicht jetzt mal ein bisschen beschimpfen? Ja gut, na, ich muss sicher, also ich hätte wirklich vielerlei Gründe dafür. Na, nun sag doch mal, wie sind du Idiot? Du Idiot, ja? Du Gesicht. Ja? Jetzt bin ich ganz deprimiert. Ich bin nämlich nicht gewohnt, dass ich so beschimpft werde. So mal, Carsten? Ja, Carsten. Kinoerlebnisse. Habe ich noch Zeit, ja? Gibt es denn in Mainz ein Kino? In Mainz, lass mich kurz überlegen. Ja, da zeigen sie aber immer die gesammelten Werke der Karnevalsfeiern. Ja, prima, ehrlich? Ja. So die Umzüge? Nee. Und dann sitzt so lauter buntes Volk mit so lustigen Mützchen im Kino und wirft mit Konfetti und ruft Hello. Ja, so Rocky. Wollen wir ihn drin lassen, den Kinovorführer? Ja, so Rocky. Ja, schön, so stelle ich mir den Druck vor in Mainz. Nee, hast du denn schon mal ein Erlebnis im Kino gehabt, von so ungewöhnlicher Art, was auch nicht mit dem Film zusammenhängt? Wir hatten jetzt schon zum Beispiel Geschlechtsverkehr. Wir hatten schon erst. Wie? Im Kino. Im Kino? Nee. Ich habe mich ja nicht getraut nachzufragen. Kann ja nicht wahr sein. Ah, na, weil das ist, entweder ist das irgendwie Artistik. Ja, guck mal, zum Kino gehört ja auch irgendwie der Nebenraum oder so. Oder vielleicht ein Filmvorführerhäuschen da oder so. Nee, der klang nie wie ein Filmvorführer. Kann man sich doch kaum vorstellen. Nee, der klang wie wenn er einen Freund hätte, der Kinoverbot hat. Ich meine, ist ja total unpraktisch. Da sind ja so enge Holzsitze meistens. Und ja, finde ich auch ausgesprochen dämlich. Schon die Lehne allein dazwischen, die nervt doch total, ne? Gottes Willen. Ja, oder die Sitze sind so breit, dass man zu zweit auf eben Sitz sitzt. Oder man selber ist so schmal, dass man zu zweit auf eben sitzt. Ja, aber so eine Kino soll es da geben, wa? Bringt's auch nicht. Ja, nee, also so eine Sache, das war jetzt schon alles. Ohnmacht. Ohnmacht. Ja, verbindet sich denn jetzt bei dir mit dem Kino noch irgendwie so ein extraordinäres Erlebnis? Extraordinär, naja. Also wir haben mal einen Film gesehen, zu dritt. Also, ui! Ja, das war extra. Klingt ja schon mal aufregend. Das alleine war aber noch nicht, das kam noch besser. Hui! Ja. Na. Also kam noch besser. Wir sind dann nämlich ins Film gegangen und von dem haben wir vorher nicht so viel gehört. Und plötzlich spielte sich in dem Film so die Handlung ab, die sich zwischen uns drei Kinobesuchern auch abspielt. Kannst du dir das vorstellen? Also so ungefähr. Also da spielte, da war eine Handlung. War denn im Film schöne Messerstecherei gewesen? Nee. Da habt ihr euch gleich angesprochen gefühlt? Als junge, leicht beeinflussbare Menschen? Viel spezieller. Also die anderen konnten das nicht empfinden, nur wir drei. Ja, was haben die denn gemacht im Film? Sag doch mal. Das war so eine Dreiecksbeziehung. Ach so, das waren also jetzt, sagen wir mal, ein Mensch, andere Geschlechts war noch er, dabei. Sie, er, sozusagen. Er, sie, er. Ja.
Oh, 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 oh. Da geht man dann aber auch ganz betreten raus, oder? Wenn man sich so erwischt fühlt. Nee, wir waren total glücklich und haben da rumgejuft und sind rumgesprungen und sind uns in den Arm gelegen, ja. Ach ja? Ja, ja. Weil endlich mal ein realistischer Film, der das Leben schildert, so wie es wirklich ist. Ja, ja, wir dachten, die hätten unsere Videofilme geklaut. Gut. Krass, dann will ich deine Telefonrechnung nicht länger belasten. Ja, ja, ich danke dir aber sehr für deinen Anruf. Das war jetzt also ein Preis-Leistungs-Verhältnis von 71 Warteinheiten und 7 Sprecheinheiten. Come in, sir. Eben, das hast du wahrscheinlich mitgekriegt, hat wir die automatische Fernbedienung zugeschlagen. Das wirst du ja möglicherweise in irgendeiner Wiederholung angucken können. Mhm. Den wink ich aber nochmal, dass es sich jetzt vom Geld her richtig gelohnt hat. Ich ja? wink zurück. Super. Ja, du bist einer der schönsten Winker. Okay, vielen Dank. Ja, tschüss. Gut. Tschüss. So, jetzt schnell noch Sabine. Ja, hallo, grüß dich. Hallo, Sabine. Ja, ich wollte kurz eine Geschichte erzählen. Also es gab da so in den 70er Jahren so einen Kultfilm, Blutige Erdbeeren. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Richtig, ja, den kennt ja, man, genau. Den kennt die Wessler mal nicht. Der lief da, glaube ich, unter einem anderen Titel. Ja. Oder weil die hatten ja auch mehr Filme zum Kicken. Ja, nee, das ist eine andere Luft. Ja, muss man mal mit dem Film zufrieden. Da hat man ja 20 Jahre von erzählt. Ja, genau. Und den habe ich vor 3 Jahren wieder aufgetrieben. In irgendeinem kleinen Kino haben sie den gespielt. Ja. Und dann bin ich also nach Pankow gefahren, in dieses kleine Kino, und habe mir den angeguckt. Und im Tivoli, ne? Ja, genau. Da habe ich ihn auch gesehen. Ja? Ja. Ja, und der Putzi, was eigentlich hinterher passiert ist, ist, also mal abgesehen davon, dass das wieder so ganz toll war, den Film zu sehen, ne? Nach so langer Zeit. Als wir dann wieder zurückgefahren sind, sind wir auf dem Alex ausgestiegen und wollten noch ein bisschen mit Alex schlendern. Und dann war da gerade zufällig irgendeine Demo, Hostbesetzer-Szene, irgend sowas. Was, und dann habt ihr euch gleich so hingesetzt? Nee, schade. Nee, das verleitet ja immer irgendwo. Ja. Nee, aber der Alex war sinnvollerweise so ein bisschen hermetisch abgeriegelt. Also die Schlussszene, die kennst du ja, ne? Wo die Nationalgarde da mit Schirm. Ja, was Quatsch, und dann singen sie All We Are Singing, ja, genau, Give Peace a Chance, so, ne? Was man dann immer bei Partys machen musste, ja, als genau, junger Mensch. Ja, genau, was man immer so nachgemacht hat. Oh, das war immer mühsam, ne? Die ja, Party ging zu Ende, man war schon müde, der Rotwein war alle, die Schmalzstollen genau. waren aufgegessen. Und alles kniet und klatscht. Und dann mussten alle nochmal niederknien und dem Frieden eine Chance wünschen. Ja. Und genau dieselbe Szene spielte sich dann also ab. Also wir haben gedacht, wir sind da, was ist jetzt hier los, was sind hier für ein Film oder so. Also wir waren so richtig eingekreist so von Polizisten. Ja. Die da auch genauso bewaffnet waren. Ja, aber was hätte denn da an der Stelle näher gelegen, als niederzuknien? Ja, das wäre wahrscheinlich das Sinnvollste gewesen, aber es hätten die wahrscheinlich nicht so richtig kapiert für sich. Und was? Und ihr habt dann coole Wampe, ein Lied von der Einheitsvoll, Solidaritätslied gesungen. Vorwärts und nicht vergessen. Nee, aber wir haben ein bisschen verdutzt geguckt, weil das war irgendwie so komisch. Also man kam so vom Ring in die Traufe, wisst ihr? Das war so. Habt ihr dann wenigstens für euren verdutzten Blick ein Filmvorbild gehabt? Wie meinst du das jetzt? Naja, also coole Wampe wäre jetzt ein Vorbild aus dem Film gewesen. Abknien und auf den Boden klatschen wäre auch ein Filmvorbild gewesen. Jetzt frage ich, ob hinter verdutzt gucken auch so eine Art Vorbild stehen könnte. Nö, jetzt nicht so direkt, nee. Aber das war irgendwie doch leicht schockierend, weil ich meine, die Schlussszene von dem Film ist ja schockierend. Und wenn du dann 10 Minuten später Malix da bist und siehst dasselbe so fast im Grün, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das ist dann schon gruselig, ja, ne? Ja, da guckst du dann ein bisschen dumm. Ich meine, gut, okay, bei Jurassic Park heutzutage wäre es vielleicht nicht so gewesen. Nee, da würde man aber auch sehr verdutzt gucken, ja, wa? Wenn einem das dann auf Malix begegnet. Ja. Okay, Sabine, dann danke ich dir für den Anruf. Weil ich habe nämlich noch so ein prima Video, das muss ich unbedingt ganz schnell zeigen, ja? Ist gut, okay. Dadurch wird er zwar ein bisschen überzogen. Ich danke dir aber, tschüss. Ja, und wer Blutige Erdbeeren noch nicht gesehen hat, wenn er irgendwo gezeigt wird, sollte man sich unbedingt angucken, Blutige Erdbeeren. Damit wurden Generationen junger Menschen kulturell und politisch sozialisiert und haben der Erfindung des Turnschuhs als normales alltägliches Bekleidungsmittel beiwohnen können. Wir zeigen jetzt noch schnell ein Video, weil das auch sehr filmisch quasi ist. Das ist nämlich ein Mensch eigentlich, von dem es aber eigentlich ja kein Video gibt, der ist Sänger und Tänzer und ein genialer Schauspieler. Da ist eigentlich klar, dass es nur Fred Astaire sein kann. Und weil dazu kein prima Video gibt, habe ich mit einem Freund zusammen, haben wir einfach selber draußen ein prima Video gemacht als Hauptdarsteller. Pieter Przybylski, der agierte damals im Fernsehen immer als Generalstaatsanwalt, der das Wort hatte. Können wir uns jetzt da hinten angucken. Doch nun ist es ja wieder Zeit für ein musikalisches Zwischenspiel.